Die Tipps und Trends mit einer weiteren Herbstausgabe für Sie. Dazu von meiner Seite wieder Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es als erstes ins Allgäuer Auktionshaus Kühling nach Kempten. Hier gibt es Antiquitäten, Sammlerstücke oder kurz gesagt einfach das Besondere. Wer auf der Suche nach solchen Dingen ist, darf sich auf die Herbstauktion im Auktionshaus Kühling freuen. Denn dort kommen wieder einmal viele außergewöhnliche Objekte unter den Hammer. Wir konnten uns vorab schon ein paar der Highlights näher anschauen. Hochwertige Taschenuhren gehören neben vielen anderen Objekten zu den Höhepunkten bei der diesjährigen Herbstauktion im Allgäuer Auktionshaus Kühling. Wer sich dagegen mehr für Armbanduhren interessiert, sollte einen Blick auf die nächste Uhr werfen. Der Chronograph von IWC verfügt beispielsweise über einen ewigen Kalender und ist ein Klassiker der mechanischen Zeitmessung. Ein weiterer Höhepunkt der Herbstauktion hat ebenfalls mit filigraner Handwerkskunst zu tun. Wir haben eine besondere Sammlung von ca. 130 Brillen mit 40 Futteralen. Die früheste Brille ist eine Drahtbrille aus dem 17. Jahrhundert, einige aus dem 18., 19. Jahrhundert bis hin zu den Mitte des 20. Jahrhunderts. Brillen konnten sich früher bloß reichere Leute leisten. Und wir haben hier teilweise auch asiatische, also chinesische Schläfenbrillen sind mit dabei. Also es ist interessant, eben so eine große Sammlung überhaupt zusammenzutragen. Bei den Gemälden kommt mit beim Aufstieg ein Aquarell des Allgäuer Künstlers Friedrich Hechelmann unter den Hammer. Wie immer gibt es im Allgäuer Auktionshaus daneben aber auch viele andere große und kleine Objekte zu ersteigern. Mit ein bisschen Glück hat man die Chance, sein neues Lieblingsstück zu finden. Besichtigungen vor Ort sind möglich. Die Herbstauktion ist für den 8. und 9. November angesetzt. Steinschläge sind doch eine recht alltägliche Sache auf Deutschlands Straßen. Oft sind verschmutzte Fahrbahnen oder Witterungsverhältnisse die Ursache. Aber auch große Windschutzscheiben bieten inzwischen mehr Angriffsfläche. Haben Sie einen Steinschlag entdeckt, dann sollten Sie möglichst schnell handeln. Aus Sicherheitsgründen, aber auch, damit die Scheibe nicht weiterreißt. Bei Allgäuer Autoglas wird Ihnen schnell und unkompliziert geholfen. Dieser Steinschlag ist vom Kunden von Allgäuer Autoglas gleich mit einem Pflaster versiegelt worden. Gut, denn so kann Harald Brach gleich mit der Reparatur der Frontscheibe beginnen. Wären Wasser oder Schmutz eingedrungen, müsste das alles erst noch aufwendig gereinigt werden. Ein Steinschlag kann nur repariert werden, wenn er noch nicht nass geworden ist, beziehungsweise wenn er trocken geblieben oder wieder getrocknet ist. Deshalb sollte man bei einem frischen Steinschlag ein Pflaster draufkleben. Die Reparatur selbst übernimmt bei Allgäuer Autoglas eine Erfindung von Harald Brach, der Gecko. 4.500 Stunden Entwicklungszeit sowie 12 Einzelpatente stecken in dem Apparat mit dem ungewöhnlichen Namen. Das hat was mit dem Verfahren zu tun. Gewöhnlicherweise muss man Reparaturgeräte gesondert an der Scheibe befestigen und der Gecko hält sich selbst an der Scheibe fest. Es erzeugt als einziges ein sogenanntes trockenes Vakuum, also ohne störende Flüssigkeiten. Nachdem das Vakuum erzeugt worden ist, wird ohne Vakuumverlust die Reparaturflüssigkeit eingebracht und dann repariert das Gerät von selbst. Der Vorteil des Geckos ist die gleichbleibend höchste Qualität bei der Reparatur. Übrigens, Pflaster für Steinschläge, wie eingangs des Beitrags gezeigt, gibt es bei Allgäuer Autoglas für Kunden gratis. Ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung zu besitzen, das ist für viele Menschen eines der großen Lebensziele. Entweder als Investment oder vielleicht auch als gute Absicherung fürs Alter. Doch ganz egal, ob man selbst in der eigenen Immobilie wohnt oder sie vermietet, immer wieder können Fragen und Probleme auftauchen. An dieser Stelle kommt der Verein Haus und Grund ins Spiel. Er ist nicht nur eine Interessenvertretung privater Immobilieneigentümer gegenüber der Politik, er ist auch Anlaufstelle für die vielen kleinen und großen Fragen rund um Eigentum und Vermietung. Ganz in der Nähe der Fußgängerzone und des Forums Allgäu befindet sich der Verein Haus und Grund Kempten. Mitglieder haben dort die Möglichkeit, sich telefonisch oder persönlich vor Ort zu informieren. Hat es was mit einer selbstbewohnten oder vermieteten Immobilie zu tun? Hier kennt man sich aus.
Sie bekommen von uns alle Informationen, die bei einer Immobilie wichtig sind. Gerade wenn Sie vermieten, ist das Mietrecht nicht einfach. Sie bekommen von uns Gestaltungsmöglichkeiten im Mietvertrag. Sie bekommen bei uns auch Tipps und Informationen, wie suche ich den Mieter aus. Das sind ganz wichtige Faktoren, wo man ganz viel falsch machen kann. Auch Fragen rund ums Erben und Vererben sowie Kauf und Verkauf von Immobilien, Energieberatung oder die Bewertung von Häusern gehören hier zum Arbeitsalltag. Ebenso werden Informationsabende angeboten zu den Themen Schimmel, Testament, Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten oder auch Nebenkostenabrechnungen richtig erstellen. Helfen kann ich den Mitgliedern mit einem Programm, das wir im Einsatz haben, mit dem wir Betriebskostenabrechnungen erstellen, gemäß den gesetzlichen Vorgaben und gemäß der Angaben, die die Vermieter machen. Zum Beratungsteam von Haus & Grund Kempten gehört aber auch beispielsweise Volljuristin Susanne Kettner. Haus & Grund Kempten, Immobilieneigentümer werden nicht allein gelassen und bekommen hier rundum Hilfe und Informationen. Haustiere halten uns gesund, erhöhen die soziale Kompetenz, schulen unsere Verantwortung und sie können auch sehr beruhigend sein. Damit unsere Lieblinge fit bleiben, ist auch eine artgerechte Ernährung von großer Bedeutung. Bei Plattner Heimtierfutter gibt es schon seit 40 Jahren gesundes Futter. Und was vor 4 Jahrzehnten als Spezialist für Vogelfutter begann, ist heute ein Familienunternehmen, das sein Angebot vor allem auch in Richtung Hunde- und Katzenfutter erweitert hat. Genauso sehen Hundebesitzer ihre Vierbeiner am liebsten. Gesund, vital und voller Energie. Dabei helfen kann die richtige und auf jedes Tier abgestimmte Ernährung. Bei Plattner Heimtierfutter hat man sich genau darauf spezialisiert. Hier bekommen Hunde, Katzen, Vögel und auch Wildvögel genau das Futter, das sie brauchen. Man wird natürlich auch wie beim Mensch bewusster, was die Ernährung für Tiere anbelangt. Und da zeigt sich einfach, dass auch mehr und mehr darauf geschaut wird, dass das einfach abgestimmt ist und individuell zur Familie und zum Tier passt. Fürs Tier hat es die Vorteile, es bleibt gesund. Es hat Vitalität, es ist fit, es hat alles, was es braucht und der Tierbesitzer muss sich keine Sorgen machen. Was heute ein etabliertes Familienunternehmen für Heimtierfutter aller Art ist, hat vor 40 Jahren als Experte für Vogelfuttermischungen begonnen. Know-how, was es in der Form damals so gut wie nirgends gab und das bis heute gepflegt wird. Ganz einfach, weil praktisch für die Vogelzucht, die ich jetzt seit 57 Jahren praktisch betreibe, nie die passenden Mischungen bekommen habe und dann angefangen habe, für mich selber praktisch diese Mischungen zusammenzustellen. Ja, und so ist im Prinzip das Ganze aus einem Ein-Mann oder einem Hobby zum Ein-Mann-Betrieb und jetzt zu dieser Größe geworden. Hochwertiges und individuell abgestimmtes Futter, egal ob für Vögel, Katzen oder Hunde, bei dem auch auf mögliche Allergien und Krankheiten Rücksicht genommen wird. Das sind im ganz wörtlichen Sinne die Zutaten, die auch bei Tieren zu einem langen und gesunden Leben dazugehören. Hier bei uns im Allgäu wird Tradition, überliefertes Kulturgut geliebt und gelebt. Und genau das spiegelt sich auch in erfolgreichen Traditionsunternehmen wider. Zu einem dieser Unternehmen in Kempten gehört auch Bär. Seit vielen Jahrzehnten der Spezialist in Süddeutschland für Jagdbekleidung, Jagd- und Sportwaffen sowie für Trachtenmoden. Bei Waffenbär in Kempten nahe des Kornhauses findet man eine große Auswahl an hochwertiger Trachtenmode. Egal ob Hose aus Hirschleder und zwiegenähte Schuhe für ihn oder ein edles Dirndl für sie, in dem familiengeführten Traditionsunternehmen findet man immer ein Stück, in dem man sich so richtig wohlfühlen kann. Bei Waffenbär gibt es aber auch alles für den Sportschützen und natürlich auch für die Jagd. Eine immer wichtigere Rolle im Angebot spielen dabei Ferngläser und Wärmebildkameras, insbesondere im Jagdbereich. Von der Gams bis zum Steinbock über den Hirsch und natürlich auch im ornithologischen Bereich. Vogelbeobachtung ist etwas, was ganz, ganz hoch im Kurs steht. Und hierfür brauche ich qualitativ ganz hochwertige Ferngläser, wo wir eine sehr große Auswahl hier haben. Wir haben einen sehr großen Technikeinschlag für die technikaffinen Leute. Wärmebildtechnik zum Beispiel hat im Beobachtungsbereich sehr stark Einzug erhalten. Die CNC-Technik in der Fertigung. Genauso haben wir noch viele Fans der althergebrachten Büchsenmacherkunst, unserer kunsthandwerklichen Arbeit. Und ganz wichtig, unsere Werkstatt. Wir können nach wie vor alle Sachen reparieren, restaurieren und alles unter Wünsche erfüllen. Dazu gehören natürlich sämtliche Einstell- und Wartungsarbeiten. Daneben nimmt der Outdoor-Bereich eine wichtige Rolle ein. Und auch hier gilt, wie immer bei Waffenbär, Qualität und Komfort der Produkte stehen an allererster Stelle.
Aber natürlich kommt auch das Design nicht zu kurz. Schließlich soll man sich hier so richtig wohlfühlen mit den Produkten von Waffenbeer in Kempten. Ja, der Herbst ist die Zeit, Abende gemütlich mit Freunden und der Familie zu verbringen. Wie wäre es mal wieder mit einem schönen Abend im Gasthaus Stegmühle im etwas anderen Wirtshaus im Ostallgäu? Hier wird den Gästen vieles geboten. Gute regionale Küche, eine Sportsbar und natürlich auch Räumlichkeiten für Feste sowie Catering. Seit 110 Jahren ist die Stegmühle in Biesenhofen im Besitz der Familie Höfle. Seither hat der Gasthof alles daran gesetzt, sich ein Alleinstellungsmerkmal in der Allgäuer Gastronomie zu erarbeiten. Von klassischen Kässpatzen bis hin zu eigenen Burgerkreationen, hier wird so regional wie möglich gekocht. Ohne Reservierung am Wochenende einen Platz zu kriegen, ist da gar nicht einfach. Wir werden jetzt ein neues Projekt starten mit einem Bauer hier aus dem Ort, der mir Fleisch liefert, wo wir auch komplettes Kalb zum Beispiel nehmen und das dann weiterverwenden, über Tageskarte fahren. Wir schreiben jeden Tag eine Tageskarte und wir verwenden eigentlich nur Produkte aus unserer Gegend. Die Erfahrung der Stegmühle zeigt sich auch beim Catering. 300 Party-Service fahren sie im Jahr. Von der Familienfeier übers Bierzelt bis hin zur Messe. Unsere Stärke beim Catering ist die, dass wir eigentlich nur das immer berechnen, was auch wirklich verbraucht wird. Durch unsere Erfahrung bringen wir nicht zu viel Material mit. Und wir haben zwei Hänger, mit denen wir live kochen vor Ort und zu ihnen hinfahren und einfach dort Schnitzel, Burger, Fleisch, was sie möchten, Beilagen, live vor Ort in ihrem Garten kochen und so weiter. Und auch im Gasthaus ist einiges geboten. Sei es im sonnigen Biergarten, im Restaurant oder beim Fußballgucken in der Pilzbar. Selbst Wohnmobilstellplätze gibt es hier. Eine Wirtschaft für Jung und Alt ist so entstanden. Und genau deshalb ist die Stegmühle das etwas andere Wirtshaus im Ostallgäu. Wie steht es eigentlich um Ihre Augen? Ist alles top oder müssen Sie auch manchmal schon die Zeitung oder Ihr Handy etwas weiter weghalten, um auch kleine Schrift noch zu erkennen? Dann ist es wohl an der Zeit, sich um Ihre Augengesundheit zu kümmern. Ob Sie zum Optiker oder Augenarzt gehen, das hängt natürlich immer ganz von Ihren persönlichen Bedürfnissen ab. Und in Bezug auf Ihre Sehkraft werden Sie sowohl vom Optiker als auch vom Augenarzt kompetent beraten. So steht unter anderem das Sehzentrum Heinz in Lindenberg für eine objektive Sehberatung auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. Also Sehzentrum, das ist jetzt nicht ein Name, den wir uns ausgedacht haben, sondern das ist eine Zertifizierung von der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie. Das Besondere ist, dass wir eben diese Spezialmessungen anbieten können und auch müssen. Das ist Bestandteil der Zertifizierung und wird auch regelmäßig kontrolliert. Wir sind Optometristen. Wir machen einfach Dinge, die weit über die normale Optik hinausgehen. Eben das, was wie den Augendruck messen, Hornhautdickenmessung, Beurteilung vom Tränenfilm, von der Durchblutung vom Auge und so weiter. Das sind Dinge, die normal nicht in den normalen augenoptischen Bereich reingehören, sondern die laufen schon ein bisschen in die Medizin, aber wir haben damit jetzt nicht mit der Medizin was zu tun, sondern stellen nur den Sollzustand, dem Istzustand gegenüber, mit dem Ziel, wenn irgendwas auffällig ist, einfach reagieren zu können. Genauere Messungen gibt es einfach nicht. Und das ist das, was wichtige Vorteile sind, kurzfristig wie auch langfristig, weil diese Begleitung, wo wir dann auch die Anatomie und das alles anschauen, ist halt dafür, dass wir lange gute Sehen bewahren wollen. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen wieder herzlich fürs Zuschauen. Machen Sie es gut, tschüss und bis zum nächsten Mal hier an gewohnter Stelle.